Heute präsentiere ich das Skigebiet Hocheck bei Oberaudorf. Ist dieses Skigebiet das günstigste in den gesamten Alpen? Können wahre Wintersportfans hier ein richtiges Schnäppchen erreichen? Zuerst mal zur Definition eines Skigebiets. Ein Skigebiet besteht aus mehreren Liften, die über Pisten miteinander verbunden sind. Hier ein paar Key Facts zum Skigebiet Hocheck. Insgesamt gibt es dort 10 Pistenkilometer. 4 Kilometer sind in Blau, 3 Kilometer in Rot, ein kurzer Kilometer in Schwarz und außerdem gibt es eine 2 Kilometer lange Freeride-Route ins Nachbardorf. Der höchste Punkt des Skigebiets liegt 850 Meter über Null, also es ist relativ flach gelegen für ein Skigebiet in den Alpen. Und der Preis für ein Tagesticket beträgt in diesem Skigebiet gerade mal 25 Euro, was deutlich günstiger ist im Vergleich zu anderen Skigebieten in der Nähe. Ich bin zu diesem Skigebiet hingefahren und habe einen Tag dort verbracht und werde in diesem Test zeigen, was das Skigebiet wirklich kann, ob es wirklich ein Schnäppchen ist. Das Besondere an diesem Skigebiet ist die verkehrsgünstige Lage an der Inntal-Autobahn A93. Somit kann man das Skigebiet von München innerhalb 45 Minuten erreichen. Die erste Abfahrt, die ich gemacht habe, war von der Bergstation des Vierersessellifts hinunter bis zur Talstation. Das nennen wir jetzt mal die Standardabfahrt, da man diese fast immer absolviert. Und ich habe dabei die schwarze Variante gewählt. Der lila Pfad zeigt meinen Skiverlauf an. Hier ein paar Videos zu dieser Strecke. Hier kommt jetzt ein ganz kurzes Stück schwarze Piste. Gehen wir mal los. Weitere Abfahrten, die ich gemacht habe, sind entlang des oberen Schlepplifts. Da gibt es jeweils zwei rote Abfahrten und eine blaue. Die Abfahrt vom Dreier-Schlepplift entspricht eigentlich der Standardabfahrt und ist deshalb keine extra Route. Hier sind jetzt also nochmal ein paar Videoclips von diesen Abfahrten. Hier ist meine absolute Lieblingsabfahrt. So. Nun kommt meine abschließende Bewertung des Skigebiets. Zur Pistenvielfalt muss ich ehrlich sagen, dass die Pisten des Schlepplifts sehr kurz sind und man also meistens diese Standardabfahrt des Sessellifts fährt. Deshalb gebe ich bei Pistenvielfalt nur einen von drei Sternen. Die Qualität dieser Standardabfahrt ist allerdings sehr gut. Es ist eine schön breite Piste mit leichten und schwierigen Stellen, deshalb 3 von 3 Sternen. Die Schneequalität war besonders gut, da es auch frischen Neuschnee gegeben hat und man auch neben den Pisten ein bisschen fahren konnte. Was Extras angeht, da zum Beispiel Funparks oder Tiefschnee, also ein Funpark gab es nicht, aber zum Beispiel konnte man schön im tieferen Schnee neben den Pisten fahren, deshalb gebe ich hier 2 von 3 Sternen. Mein Fazit ist, das Skigebiet ist zwar günstig,
Aber es ist nicht das erhoffte Schnäppchen, mit dem man andere Skigebiete ausstechen kann. Die Skigebiete Wilder Kaiser oder Zudelfeld kosten mehr, weil sie bieten auch eine deutlich höhere Pistenvielfalt. Bitte kommentiert, wie ihr das Skigebiet Hocheck findet, falls ihr schon mal dort wart. Und wenn nicht, könnt ihr mir auch weitere Skigebiete empfehlen, die ich testen kann. Danke fürs Reinschauen in dieses Skigebietstestvideo.